heute Ständerat ganze, gestern der Ständerat ganz komplizierte Vorlage vorgestellt, AHV-Rettung und neue Unternehmenssteuerreform verknüpft. Wie kann man das einfach erklären? Ja, es geht eigentlich darum, dass die Steuerausfälle, die es wird geben, mit dieser Steuerreform an einem anderen Ort aber auch wieder investiert werden, dass man das quasi ein Steuerfranken, ein AHV-Franken gibt, das ist eine soziale Kompensation. Das ist nicht die Erfindung eigentlich von der Kommission, sondern der Bundesrat hat ja wollen, soziale Kompensation in die Steuerreform einbauen. Wir haben sie einfach abgeändert. Wie finden Sie das aus Ihrer Sicht? Wie ist das gelungen, die Verknüpfung von diesen zwei Sachen? Ich finde das einen pragmatischen und einen richtigen Weg. Also ich bin eigentlich nie dafür gewesen, dass man ein sachfremdes Element drin nimmt, also dass man eine soziale Kompensation in eine Steuerreform nimmt. Aber wenn man es macht, dann muss man es dort machen, wo der Franken gut investiert ist. Und die Familienzulage, die ja angedenkt war vom Bundesrat, die ist ja unterschiedlich in der ganzen Schweiz. Die hat zum Beispiel in der Westschweiz überhaupt keine Wirkung gehabt. Und dann ist es gescheiter, man macht etwas, was eigentlich allen Bürgerinnen und Bürgern zu gut kommt. Das ist einfach eine Frage vom Zeitpunkt. Aber so eine Vermischung von so zwei eigentlich sachfremden Themen, da kommt man doch als Wähler oder als Stimmbürger gerade den Eindruck über, da wird irgendetwas vermauschelt, da geht es irgendwie um einen Bauerdeal. Haben Sie da Verständnis dafür? Also aus meiner Sicht müsste man nicht zwei Geschäfte miteinander verknüpfen. Ich könnte jetzt für mich einfach die Steuerreform machen. Aber man muss einfach sehen, dass die bürgerliche Seite die letzte Abstimmung verloren hat, dass man auf der linken Seite eine soziale Kompensation gefordert hat. Und jetzt ist einfach die Frage, wo man das macht. Und da bin ich der Meinung, dass wenn man es macht, dann soll man es dort machen, wo das Geld gebraucht wird. Die Sanierung von der AHV ist dringend. Und dass man da jetzt einen Beitrag leistet bei dieser Gelegenheit, finde ich unter diesen Umständen richtig. Zuerst hat es immer geheißen, die AHV, oder von bürgerlicher Seite hat es geheißen, die AHV ist momentan irgendwie nicht rettbar oder finanzierbar. Und jetzt plötzlich, wenn man es mit so einer Verbindung macht, funktioniert es. Wieso ist das so? Gut, das ist ja nur ein Teil. Also die AHV ist überhaupt nicht saniert, wenn das jetzt so würde kommen, sondern das ist einfach ein erster Schritt, wo man mehr Mittel will in die AHV hineingeht, um das Umlagedefizit zu verringern. Wegen dem braucht es das Frauenrentenalter 65 trotzdem und es braucht weitere Sanierungsschritte. Wenn Sie jetzt die beiden AHV- und Unternehmenssteuerreformen anschauen, wo sind Sie vielleicht noch ein bisschen unzufrieden? Wo hätten Sie sich gerne noch ein bisschen gewünscht, am Schräubchen zu drehen? Ja, natürlich ist es mir nicht sehr sympathisch, dass man auf Lohnprozent zurückgreifen muss. Aber das war einfach in der Kommission Teil von der Vereinbarung, Teil von der Verhandlung. Und wir waren ja in der Kommission einstimmig, also von SVP bis SP am Schluss, weil alle einfach irgendwo etwas gegeben haben, im Wissen, dass einfach die Steuerreform sehr wichtig ist für die Schweiz. Wir müssen ja schauen, dass wir die Steuereinnahmen sichern können und dass wir gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben und dass wir ein Steuerrecht haben, das auch international akzeptiert ist, dass die Schweiz keinen Nachteil hat im internationalen Handel.